Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Spyro A Hero's Tale. Ah nein, da hätte ich raufgemusst. Scheiße. Wir müssen eben nochmal wieder zurück. Wir sind immer noch mit Bink unterwegs. Wer hätte es gedacht? Ja, ich weiß, ich freue mich auch so sehr wie ihr. Noch 4 Steine und wie ich ja gerade gesehen habe, noch einen kleinen weiteren Lavaweg, der uns erwartet. Ist doch ganz entspannt, da habe ich mich drauf gefreut. Ich dachte, wäre viel zu einfach hier, aber nein. Man hat sich natürlich noch was ausgedacht für den Fuchs, damit es nicht zu leicht ist. Ich bin glücklich. So, Plattform, komm mal wieder hierher zurück. Wäre natürlich schlauer gewesen, einfach auf die andere Seite zu rennen und die dann mitzunehmen, ne? Aber du, man will sich's nicht zu leicht machen. Man will sich das nicht zu leicht machen. So, jetzt aber, guck mal. Läuft! Bam, 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 bam. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich eine Bombe platziert kriege, ohne mich selbst in die Luft zu jagen. Ja, Achtung. Wunderbar. Waren wir denn jetzt schon oben? Ja, doch, oben waren wir schon. Okay, warte. Ja, doch, wir waren oben, aber ich muss noch mal wieder nach oben. Oh, oh. Weil ich da was ausgelassen habe. Und ganz oben waren wir auch schon, oder? Doch, waren wir. Können wir sonst gerne mal gucken. Düdeldüdeldüd. Düdeldüdeldüd. So. Ja, ganz oben waren wir auch schon. Okay. So, dann lassen wir ihn nochmal fahren. Ja, dann müssen wir uns am besten fallen lassen, anders geht das gar nicht. Ups. So. Entspanntes Fallen lassen ist hier. Oh, die Devise. Bam, bam, bam. Oh. Okay. Jetzt wäre dahinter wahrscheinlich direkt einfach nur stumpf ein Kristall gewesen. Und ich ärgere mich voll, dass wir den nicht vorher schon direkt mitgenommen haben. Achtung. Ne? Oder was erwartet uns hier? Okay, ein. Das scheint der gleiche Raum zu sein. Nur oben. Dö, dö, dö. Und oben ist bestimmt einfacher. Eieiei. Okay. Ein paar arme Flughunde platt machen. Oh, oh, oh. Muss man leicht vorhalten. Ja, so ist fein. Und dann. Sehe ich hier schon mal 2 auf einmal. Wie nice ist denn das? Okay. Und ganz unten ist hoffentlich noch einer. Und dann haben wir sie alle, nicht wahr? So, das ist der erste. Ich lasse jetzt mal ein paar Boxen hier stehen, weil ich nicht weiß, aber wie das weitergeht. Ich versuche es mal zu checken, wie wir nach unten kommen. Das Ding fährt nach unten. Cool. Oh, oh. Bitte den Kotzewurm platt machen. Danke.
Okay, einer fehlt noch. Wo mag der sein? Hoffentlich unten. Jetzt runtergehe. Oh, cool. It's my dad. Ich glaube nicht, dass wir nochmal wieder nach oben kommen. Nein. Es fehlt noch einer. Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Oh, warum sind das nur noch 6? Oh nein, das ist alles wieder weg, oder was? Alles, was ich gerade gemacht habe, ist wieder weg, weil ich gestorben bin? Ernsthaft? Aber wieso denn 6? Oh nee, Leute, jetzt ernsthaft? Oh nee. Ich drehe am Schlüssel. Bonnie, wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Oh, das ist aber hart. Es ist alles weg. Die haben die hinteren drei in diesem Extra-Raum alle nicht gesaved. Die haben alle nicht gezählt. Die haben alle nicht gesaved. Waren das drei? Nee, es waren zwei. Das heißt, wir brauchen 3 Stück noch. Also wir dürfen nur mit 8 darüber gehen. Das heißt, es ist auch noch einer hier wieder weg. Oder? Verrückte Scheiße. Oh, fuck off. Aua. Hier habe ich keinen übersehen, nein. Oh Gott, so viele Spinnen. Oh oh. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Es sind alle Viecher wieder da. Ich flippe aus. Hoch mit dir. Oh mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen demotiviert. Jetzt ohne Spaß. Das ist jetzt gerade hart. Das ist hart zu ertragen. Jetzt gehen wir gleich drauf und sind wir wieder ganz am Anfang und können das alles nochmal machen. Also. Vor allem weiß ich nicht, wo der Letzte ist. Also, wow. Wo mag denn der eine Letzte sein? Was habe ich denn übersehen? Wo mag der sein? Auch alle, also das verstehe ich jetzt nicht, warum jetzt alle wieder da sind. Vorhin konnte ich in die Lava fallen, kein Stress. Jetzt falle ich in die Lava, alles wieder da. Alle Gegner komplett wieder da, alles back auf den Anfang. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, also... Das war ja vorher nicht so, wieso ist denn das jetzt so? Hier ist nichts zum Durchklettern. Wo habe ich da noch einen übersehen? So, die brauche ich gleich alle. Dringend. Sparks muss was essen. Aber gut, wir wissen jetzt schon mal, wir brauchen da gleich nicht mehr runterspringen, sondern wir gehen den Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Und nicht unten diesen komischen Lava-Weg, der ist ja kaputt. Sparks hat gefuttert, nice. Okay, wieder durch hier. Kranke Scheiße, wer hätte gedacht, dass das letzte Ding nochmal so endlos lange dauert. So, hier haben wir einen. Und hinten nochmal 2, okay.
Hinten nochmal zwei und dann wieder zurück. Mehr ist hier auch nicht. Wenn wir uns umgucken, hier ist auch nichts weiter. Oder? Warte mal. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay, ich habe sie gefunden. Alles klar. Wenn jetzt nichts schief läuft, kriegen wir es hin. Wir machen jetzt erst hier hinten. Die Frage ist, komme ich wieder zurück? Ich glaube, ja. Ich muss wieder zurückkommen. Das ist das Wichtige. Ich glaube, man kommt nicht wieder zurück, oder? Wir sollten doch erst den machen. Warte. Fuck, 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 fuck. Wir müssen erst den machen. Wir müssen erst den machen, denn wir kommen nicht wieder zurück. Und ich möchte nicht unten lang gehen. Unten lang gehen ist Wahnsinn. Deswegen lass uns lieber oben lang gehen. Wir müssen nur diesen Jump einmal hinkriegen, dass wir da landen. Und dann geht das. Dann geht das. Okay, warte, das schaffen wir aber. Das wird nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Das geht. Das sind noch drei Stück. Ich weiß, wo alle drei sind. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur an uns glauben. Wir dürfen den Glauben an uns nicht verlieren. Trotz der frustrierenden, demotivierenden Momente, die uns immer in immer häufigerer Zahl ereilen. So. Der Weg ist halt echt krass. Jetzt müssen wir den ganzen Umweg wieder latschen. Und das müssen wir gleich nochmal machen. Das ist echt verrückt. Weil ich mich hier nicht hinspringen lassen kann. Ich muss klettern. Ohne Klettern wird das nichts. Okay. Na, krank, oder? Aber wir geben jetzt auch nicht auf. Das wird jetzt zu Ende gemacht. Komme, was wolle. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Hier wären, falls wir gleich hart verkacken, im Notfall nochmal ein paar Flughunde, womit wir uns nochmal Leben holen können. Das wird. Alter, ich war so naiv. Ich dachte, wenn ich mich heute ranhalte, dann schaffe ich das Spiel vielleicht. Ha! Witzig, Fuchs. Das ist richtig lustige Ideen hast du, ey. So, wie kommen wir denn da jetzt am besten hingesprungen? Erstmal müssen wir eigentlich versuchen, am Rand. Eine Chance. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Ah, das darf doch nicht angehen jetzt. Ah, ich flippe aus. Hat mich das Vieh wieder runtergeschmissen? Ich glaub's ja wohl nicht. Wir werden draufgehen. Ich werde wieder draufgehen. Jetzt kriege ich gleich nämlich wieder einen gelangt von der Spinne, die da noch ist. Mach die, glaube ich, erst platt und renn dann schnell. Wobei, die spawnt ja sofort nach. Keine Chance. Hat die mir einen gelangt? Macht aber nichts. Das ist nur noch eine. Die kriege ich gleich weg. Die wird sofort beschossen. Dann geht das schon. Ich muss gleich die Flughunde nehmen. Ich darf mich von der Spinne jetzt gleich nur einmal treffen lassen. Ey, unfassbar. Meißt mich das Vieh wieder runter. Kacke, komm, 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 du lass dich nicht nochmal treffen lassen. Los, los, los. Sehr gut. Alter. Es kostet nur Zeit. Jetzt muss man den ganzen Weg gelaufen, weil man sich da nicht... Man kann da nicht hinspringen, es geht nicht. Du musst... den Umweg hier gehen. Warum ist denn die Spinne wieder da? Hab ich die vorne nicht platt gemacht? Egal. Die schafft nix. So, Leute. Entspannt bleiben. Das wird. Wink. Wenn du jetzt noch runterfällst, ne? Flippe ich aus. Ich flippe aus. Ernsthaft, ich flippe aus. Was ist denn los, Junge? Alter, warum? Warum, womit habe ich das verdient? Sag mir das. Womit habe ich das verdient? Ich habe das nicht verdient. Ich bin eigentlich ganz lieb. Ich bin lieber Fuchs. Ich habe sowas nicht verdient. Na, ich krieg die jetzt nicht. Brauch Sparks hier wieder, komm. Danke. So, wir haben ein Sparks.
Das muss jetzt laufen. Ich muss es jetzt hinkriegen. Am besten nicht getroffen werden. Okay. Ich kriege die doch irgendwie am Rand weggeschossen. Alter, ihr Hoden, jetzt sind beide wieder da. Ich kann es nicht fassen. Die scheint zu respawnen aus dem Loch. Verarsch mich nicht. Okay. Okay, Leute. So. Das Problem ist, ich habe keinen Sparks mehr. Ich habe keinen Sparks mehr. Und ich brauche einen Sparks, weil ich durch den Weg gleich nicht komme, ohne einmal getroffen zu werden. Fuck. Wenn ich draufgehe, verliere ich all meinen Fortschritt wieder und wir machen die ganze Chose nochmal von vorne. Ich weiß zwar jetzt, was zu tun ist und wenn ich nicht abkacke, kriege ich das auch hin. Aber besser wäre, wir würden es jetzt schaffen. Alter, Scheiße, Mann. Das Problem ist, wenn wir die jetzt platt machen, spawnt die sofort wieder. Die bleibt nicht eine Sekunde oder sowas weg. Die spawnt instant. Kriegst sie eh nicht. Kriegst sie nicht. Was soll ich tun? Wir können maximal versuchen, runterzuspringen und sie sofort abzuschießen. Das ist der Plan. Jetzt ernsthaft? Danke. Also ich bin ein bisschen am Leiden jetzt gerade. Also ich habe ein bisschen Stress, muss ich gestehen. Bin ein bisschen gestresst jetzt. Okay. Fuchs, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. Ich glaube ganz fest an dich. Das ist jetzt nicht mehr schwer. Das Problem ist, wir haben halt keinen Sparks, aber ich glaube, da sind gleich nochmal Flughunde. Und damit können wir uns Sparks auffüllen, denn da kommen noch die Kotzewürmer. Da habe ich vorhin auch locker zweimal Schaden bekommen. Da können wir von ausgehen, dass wir locker auch nochmal zweimal getroffen werden. Alter. Jetzt mal ernsthaft Hand aufs Herz. Hätte jemand von euch gedacht, dass das letzte Level von ihm nochmal so räudig wird? Ich habe ja mit den Dingern an sich so kein Problem. Aber dass jetzt hier diese Spinnen dauernd respawnen und du nichts machen kannst. Also auf so diesem engen, also ganz ehrlich, auf diesem engen kleinen Raum da, ne? Zwei Spinnen. Da kannst du ja nur hinrennen, eine Bombe werfen und nix sie weg und hoffen, dass nichts passiert. Dass sie dich nicht kriegen. Alter, so. Achtung. Es ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Okay, Leute. Ist kein Problem. Es ist kein Problem. Du. Das ist alles entspannt. Wir kriegen das hin. Ich muss jetzt nur nochmal die Spinne besiegen und mich nicht treffen lassen. Ich krieg nicht gleich einen Heulkrampf. Nein, nein. Kannst du dir nicht aussehen. Wir gehen sowas von nochmal drauf. Und ich mache die ganze Kacke nochmal. Und die ganze nächste Folge ist nochmal, nochmal, wie ich das hier mache. Ohne Scheiß. Ich bin mir sehr sicher, dass das so passieren wird. Just my luck. Vertraut mir. So, da ist die Spinne. Okay, 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 okay. Wir sind wieder im Game. Wir sind wieder im Game. We are in the game again. Alter, ich mache 3000 Kreuze, wenn ich mit diesem Bink-Jungen durch bin. Und den nie wieder spielen muss. Ey, da kommt aber auch nichts ran. Also nichts. Das Boxen nicht, nichts aus den ersten drei Spyro-Teilen ist so schlimm wie diese Bink-Level. Blink-Level. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ich merke mir nicht mal seinen Namen. Er ist es nicht wert, dass ich mir seinen Namen merke. Ich nenne ihn einfach nur den Maulwurf. Und ich mag Maulwürfe eigentlich. Die sind eigentlich ganz süß. Wenn sie nicht gerade meinen Garten umgraben und mir den kompletten Rasen zerficken, dann sind die eigentlich ganz knuffig. So, Achtung. Ich bin so gespannt. Oh, Hahn, geil. So, meine Lieben. Es ist unfassbar. 20 Minuten hat es gedauert und wir sind noch nicht durch. Ich glaub's ja wohl nicht. Ihr hört den Herrn Krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gebührlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mir den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.